Wir sind jetzt ganz am Ende der Ausstellung in den 60er Jahren. Das ist jetzt übrigens mein wirklich ganz starkes Lieblingsfoto geworden von ihr, weil sie für mich so souverän aussieht und auch so, ja, aber irgendwie nicht so ganz. Also sie ist jetzt nicht irgendwie, sie hat schon, man sieht, es gibt viele Schichten. Also ich mag das wirklich sehr gerne. Sie haben ja auch Kinder, Sie haben Enkel. Wenn Sie Ihren Enkeln erzählen, was hat Erika für mich so ausgemacht, können Sie da irgendwie so ganz pointiert drei Sätze sagen, das war sie? Also ich kenne eigentlich, so würde ich letzten Endes sagen, zwei Erikas. Die junge Erika, die auf mich noch, die sehr stark war. Und dann die Erika, die für mich hier mir jedenfalls, ich assoziiere, wenn ich das Bild sehe, die Erika, die ich jahrelang nach dem Tod von Thomas Mann, als ich dann auch jahrelang da lebte im Haus mit ihr zusammen, oder zeitweise mit ihr zusammen, wenn sie da war, erlebt habe, nämlich dass das schon auch, ja, es ist ja auch kein Wunder, ein Mensch, der sowas an einem Leben durchgemacht hat, also selbst geführt, aktiv auch gestaltet hat, so früh, so viel, so dicht, dass das zehrt. Ja, und schonungslos das, mit ihr. Schonungslos. Leine. Und sie war ja nun auch sehr stark, auch mit Drogen hatte sie viel zu tun. Also nicht nur erst im Alter, schon sehr früh. Also Klaus. Sie hat nicht nur geraucht? Und es ist, nein, das ist das Kleinste. Mhm. Und da waren schon, die ist schon auch, man sieht hier, finde ich, auch eine Resignation, ja. Auch eine Skepsis. Ja. Bei dem gegenüber, was sie halt eben auch gesehen hat und miterlebt hat und wo sie sich fragt, na, wie geht es jetzt wohl weiter? Mhm. So sieht es ja auch ein bisschen so aus. Und sie hatte schon einen psychischen und physischen Verfall in den letzten Jahren. Da habe ich viel mitbekommen. Und das war doch ein großer, also zum Teil auch ein Extrem im Vergleich zu vorher. Und das Bild ist eben leider ist mir das sozusagen als letztes dann geblieben. Mhm. Und ich muss mich dann immer wieder umschalten und zurückerinnern an diese Zeiten. Diese junge, starke Frau. Starke, die, ja. Über die wir jetzt auch die ganze Zeit gesprochen haben, die es gegeben hat, die auch sehr wichtig war, auch für mich wichtig war. Aber es ist eben, man zahlt eben für so ein Leben auch so einen Preis. Und den hat sie gezahlt. Und den habe ich halt auch mitverfolgt. Und das war einfach so. Ja. Und haben Sie den Eindruck, dass Sie auch, ich meine, Sie ist ja doch schon immer auch, ja, immer vielleicht nicht, aber sehr oft auch negativ dargestellt worden als diejenige, die Adjutantin, diejenige, die irgendwie quasi für Recht und Ordnung gesorgt hat, die geherrscht hat oder so, so eine dominante Person war. War das eine Zuschreibung von außen? Weil das auch mit Frauenrollen zu tun hatte? Oder war das jetzt irgendwie... Ich denke, die Leute, die sich zum Teil auch zu Recht kritisiert hat oder auch in die Schranken gewiesen hat, da gab es ja auch Situationen wie zum Beispiel das Thomas-Mann-Archiv in Zürich in den ersten Anfängen, was da war, wo sie dann auch eingeschritten ist. Oder wenn es um literarische Fragen geht, um Abdruck oder wie man mit dem Werk umgeht. Das war eine sehr gute Intervention, die sie gemacht hat. Und dass das Ärger hervorgerufen hat, dass das denen nicht gepasst hat, denen diese Kritik galt, das kann ich mir gut vorstellen. Das fand ich gar nicht das Problem. Das war auch eher noch ein Stück weit von der frühen Erika gewesen. Und das ist das Entscheidende. Nur es war dann auch zum Teil, also gegen Ende ihres Lebens, war das dann auch, wie sie dann auch manchmal noch aufgetreten ist, dann nicht mehr so glaubwürdig und auch nachvollziehbar und so. Also Sie sprechen jetzt so von einer Art Bitterkeit und Einsamkeit am Ende des Lebens, die vielleicht jetzt auch noch gar nicht so bekannt ist, wo man das vielleicht sich vorstellen kann oder erahnt, dass Erika das erleben musste oder sich so gefühlt hat, aber irgendwie die sie wirklich in voller Breite irgendwie auch wahrgenommen und resigniert wahrgenommen haben wahrscheinlich. Also ich denke, das ist ein wichtiger Teil, das ist das Psychologische, aber ich denke, sie war auch natürlich von den von der Krankheit, auch von den Drogeneinwirkungen war sie auch zum Teil auch geschädigt und das hat sich auch so eingewirkt. Es gibt ein Zeugnis, wo Golo sie, glaube ich, so ziemlich kurz vor ihrem Tod im Krankenhaus, wo sie noch war, in Zürich, besucht hat. Und das schreibt er, ich weiß nicht, was ein Brief oder irgendwas, es gibt ein Zeugnis, wo er schreibt, sie hätte so furchtbar traurig ausgesehen. Große traurige Augen hat, das war das beschrieben. Und das kann ich gut nachvollziehen. So habe ich dann im Schluss ja gar nicht mehr erlebt. Ich war ja dann weg von aus der Schweiz wieder weggegangen, schon länger.
Sie ist ja 69 gestorben, ich bin 63 weg und habe dann nur noch wenig gesehen. Aber wenn ich mir sowas vergegenwärtige, was er gesagt hat, kann ich es gut nachvollziehen, dass das sozusagen das Ende gewesen ist. Das ist. Und ich denke schon, ich finde es schon auch wichtig, das Wichtige an der Ausstellung hier, dass hier die ganze Erika in der vollen Breite sozusagen gezeigt wird und man auch sich erinnert, was für eine positive Person sie auch gewesen ist. Und das haben wir ja auch in den Führungen hier, haben wir sehr schön demonstriert bekommen. Aber ich denke, leugnen sollten wir nicht, dass eben sowas dann eben auch seinen Preis hat und auch dann so endet. Und sehen Sie sie mehr als Ihre Tante, also quasi aus dieser Familienperspektive, oder werfen Sie manchmal auch als Psychologe den Blick auf Sie? Also ich kann das auch gar nicht aus so einer Distanz nehmen. Ich gehöre sozusagen dazu, ist völlig klar. Das sind meine Erinnerungen, das sind meine Gedanken darüber. Ich merke das auch, wenn ich mit anderen Leuten über sie spreche, dass ich da einfach einen anderen Bezug, einen näheren Bezug habe, und den kann ich und will ich gar nicht verlassen. Ja.